Ach so, ich glaube, der Raum muss ich erst mit Sand füllen. Müssen wir den Ball einmal rüberführen? Ach so. Erstmal aus der Stein weg. Und jetzt. Das hat funktioniert. Und jetzt... Nee, da ist nichts weiter, okay. Aber hier ist noch eine Kiste. Ach so. Ich habe erst gedacht, man muss den Sand hier rauskriegen irgendwie, aber das geht ja gar nicht mehr. 100 Rubine. Können wir uns eigentlich schon das nächste Item bei Ravio wieder leisten? Und, ja, genau, jetzt ist hier nämlich Sand. Jetzt kommen wir zu der großen Truhe. Wo mit Sicherheit der Boss-Key drin ist, weil was anderes geht's ja auch, geht jetzt auch gar nicht mehr. Ganz genau. Es gibt noch einige Truhen hier tatsächlich, aber theoretisch können wir jetzt schon zum Boss. Das checke ich. Achso, warte mal. Hä? Okay, nee, warte mal. Hier kommen wir nicht weiter. Aha, okay. Hier ist erstmal nochmal ein Raum mit Feen. Doch, ich glaube, wir kommen da weiter. Eine Sekunde. Hä? Aber von der Verbindung her sieht es aus, als würde ich an diese Truhe... Als würde ich an diese Truhe rankommen von dem Raum da oben, wo wir drin waren. Warte mal, das habe ich... Da muss ich was übersehen haben. Das ist zwar nicht grundsätzlich mein Ziel, immer alle Truhen in jedem Dungeon zu bekommen, aber... Hier muss doch jetzt ein Gang nach unten sein, ja. Okay, ist nochmal ein Huni. Warum nicht? Nehmen wir mit. Wieder diese komischen Dinger hier. Oh Gott, komm hier. Okay, nee, ich komme hier nicht einfach durch. Ah, hier kann man aber durch, okay. Sie machen das scheinbar gerne mit den Truhen, die sie in Sand vergraben. Alter, hier wird man aber. Hier wird man aber reich, du. Aber das ist nur wie ich hier. Warte mal. Ach so. Ich soll mir hier einen Weg machen. Ich lass mich einfach mal von allem hier treffen. Das ist, denke ich mal, relativ simpel, wie man das macht. Also die ganzen Rubinen-Dinger haben wir übersehen. Beziehungsweise, was heißt übersehen? Wir waren da noch nicht angekommen. Also es gibt jetzt, glaube ich, nur noch Rubine zu holen.
Alles andere dürften wir haben. So, und jetzt? Ja, das... Ich glaube, da macht sich der Bogen besser. Warte mal. Ach nee, 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 nee. Hier gibt's eine ganz simple Möglichkeit, die Dinger zu aktivieren, so. Und da muss nochmal ein Schlüssel drin sein in der Kiste hier. Nicht wieder die. Und damit haben wir diesen Wüstentempel, glaube ich, auch komplett geklärt. Verpiss dich, Mann, verpiss dich. Ach du Scheiße. Aua. Okay, ihr dürft leben. Warte mal. Scheiße. Ich muss ihn vorher aktivieren. So, jetzt. Und einmal noch. Genau, und jetzt kommen wir hier hin. Perfekt. Und E02 ist schon der Bossraum. Gibt's da noch was anderes, oder? Nee, okay. Ja, es kommt noch nicht sofort, der Boss. Bisschen was anderes gibt's. Warte mal. Hier ist ein Durchgang, den hat man echt schwer erkannt. Nochmal ein Huni. Boah, also, ja. Ich glaube, es reicht an dem Punkt einfach die Dungeons nacheinander durcharbeiten und du bekommst schon genug Geld, dass du dir die Items dann kaufen kannst. Ich muss nicht extra Rubine farmen oder so. Wobei es natürlich auch viele coole Spiele gibt, wo man sich Rubine verdienen kann. Die habe ich ja schon teilweise gezeigt gehabt damals. Glaube ich zumindest, als wir das erste Mal in Lorule waren. Ja, und jetzt? Ach so. Ja klar, hierhin. Ah. Ihr sterbt mal bitte erstmal einmal. Dadurch, dass der Sandstab nicht geupgradet ist, verbraucht er halt auch einfach kaum Ausdauer. Also war es wahrscheinlich sogar smart, ihn nicht zu kaufen oder zu upgraden. Beziehungsweise das Kaufen wäre egal gewesen, aber halt nicht upgraden. Ja, das müsste es jetzt wirklich gewesen sein. Ich habe jetzt den Schlüssel. Ich muss doch aber an den Hebel rankommen, warte mal. Ach nee, Quatsch. Erst in den Raum und über den Raum kommen wir an den Hebel ran. So rum wird ein Schuh draus. Hier rüste ich mal die Bomben aus. Nicht richtig Fettknete drin. Ach so, eine Sekunde. Ja, ich muss die Dinger da oben kaputt machen. Dass der Pfeil durchfliegen kann, um das Ding da zu treffen. Aber ich kann doch nicht hoch genug werfen, oder? Nee, kann ich auch nicht. Hä? Ach, jetzt nervt mich doch mal nicht, ihr scheiß Bomben. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich komme ja hier nicht hoch. Ach, natürlich. Ja, natürlich. Oh, Mann. Ich habe den einen Fakt ausgeblendet,
dass wir hier natürlich Sand haben. Dass wir hier Sand haben. Ach, fuck. Warte, komm mal her. Bam. Und jetzt so. Genau deswegen ist ja hier Sand, damit man das so machen kann. Meine Fresse. Scheißdrecksbomben, Alter. Jetzt kommt hier Sand rein und jetzt kommen wir auch zum Boss. Und ich kann mich tatsächlich hier in dem Fall auch wieder dran erinnern, wer der Boss wird. Und das, ja, wird nicht einfach. Aber auch wieder... Oh. Fail. Auch wieder ein Dungeon, der mir unfassbar gut gefallen hat, der sehr kreativ gestaltet war. Wir sind jetzt zwar gerade noch in Hyrule, aber wir fighten natürlich nicht in Hyrule, sondern in Lorule. Und deswegen war in Lorule nämlich auch hier so Sand zu sehen. Das Aussehen dieses Gegners sollten wir erstmal ignorieren. Ich weiß, an was der eventuell erinnert. Ah, ich Idiot. Ja, das, die größte Fehlerquelle bei diesem Bosskampf sind dann tatsächlich, ist, wenn man hier runterfällt. Ich glaube, der Bogen ist sehr effektiv gegen ihn. Wenn ich treffe, ne? Der Superbogen, und genau deswegen habe ich mir auch zuerst den Bogen geholt, dass wir Schaden machen können mit dem so ein bisschen mehr als halt normalerweise. Aber ich glaube, am besten ist es immer noch, wenn du einfach zu ihm hinläufst und ihn dann schlägst. Hä? Oder geht das nicht? Doch, jetzt. Jetzt wird er schon aggro, wird er jetzt... Ach du Scheiße. Einfach tanken und weiter rauf auf ihn. Oh Gott. Ordentlich, einfach, gib ihm, einfach immer gib ihm. Angriff ist die beste Verteidigung in meiner Welt, ihr wisst Bescheid. Ach du Scheiße, aber jetzt wird's langsam ein bisschen kritisch hier. Er muss aber gleich tot sein eigentlich. Oh oh. Oh oh, oh oh, jetzt wird's wirklich, ach du Scheiße, jetzt, bitte stirb jetzt, bitte. Bitte! Bitte! Scheiße! Oh mein Gott! So viel Leben hat mir noch kein Boss bisher abgezogen, glaube ich. Boah. Das war schon heikel. Ach! Da sieht sich das mal einer an. Der Sand ist jetzt auch zum Stehen gekommen. Wir haben wieder einen weiteren Herzcontainer bekommen. Und eine Weisin ist die Hexe, die uns mit ihrem Besen die ganze Zeit umhergeflogen hat. Ah, Typhotix, der Wahrsager hatte also recht. Du hast mir Glück gebracht. Pah, du hast dir ja mächtig Zeit gelassen. Was soll denn sowas, mich so ewig warten zu lassen? Na gut, dieses Mal verzeih ich dir ausnahmsweise. Viel wichtiger ist, dass du unbedingt auch die anderen Waisen retten musst. Jetzt steh da nicht so rum, schnell hilf den anderen. Aber pass auf dich auf. Zundere in The Legend of Zelda ist auch mal interessant.
Ich find's ja auch geil, wie die drei hier richtig schön so nebeneinander stehen und talken können und sie einfach die Ausgeschlossene ist in der Gruppe. Eine Sekunde. Ich hol dir vielleicht auch mal jemanden zum Talken. Es sei denn, die stellt sich noch neben die anderen da hinten und dann, dann ist es wirklich einfach schon Mobbing. Oh. Auch in Lorule gab es vor langer Zeit einen legendären Helden, der große Taten vollbrachte. Doch jetzt hat Lorule keinen Helden mehr. Held von Hyrule, du bist unsere letzte Hoffnung. Ich würde sagen, wir sind eine gute letzte Hoffnung. Ich soll unbedingt wieder speichern, das tue ich auch. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten auch in diesem Part. Und jetzt kommt erstmal wieder eine Pause, genau. Wir sehen uns an der Stelle im nächsten Part wieder. Haut rein, bis dahin und tschüss.